Guckmorgenjungs und andere, die immer noch das Gedicht kennen, das sie in der 4. Klasse lernen mussten. Wer reitet so spät? Durch Nacht und Wind. Es ist die Gurke mit seinem Kind. Er hat das RP wohl im Arm. Er fasst ihn unsittlich. Er hält ihn warm. Real. Anyway, genießt die freundliche Leute, schnell unfreundlich werden und natürlich ein Like und ein Abo dalassen und mit deiner Gurke kommentieren. 1% schafft das wirklich. Hey, was geht? Schön, dass du wieder da bist, Digga. Komm mal her, ich muss dir was sagen. Jungs, heute machen wir wieder ein Prinzip von ich will auf einem Server bleiben, bis ich gebannt werde. Und heute werde ich mich dümmer stellen als wie das dümmste Huhn. Abgespaced. Alright, gehen wir mal gleich darauf. An den Server kann ich mich noch erinnern, der war so rotz, Digga. Oh, das ist nicht cool. Medic is arriving. Oh, das ist eine Glatze. Oh nein. Oh nein, guck mal, wie ernst er guckt. Oh ja, shit, da. Oh. Das ist kein Spieler gewesen. Ich bin gerade von meiner Stimme abgehauen. Wie sehen meine Haare aus? So habe ich mich nicht gekleidet. Hätten sie doch bestimmt irgendwelche Hobbylosen. Irgendwann muss doch immer bei der Holzfarm sein, oder? Hier ist immer noch keiner. Ich habe sie alle vergrault das letzte Mal. Alright, das ist fein. Ich liebe Rennen, Jungs. Ein bisschen Sport ist kein Mord, ja? Auch wenn es virtueller Sport ist. Gib diesem GTA-RP-Charakter einen Namen. Wie heißt der? Irgendwas mit Lil am Anfang. What? Hier ist ein Auto. Hey. Voll getankt. Der wollte sein Auto nie abklären. Hat es aber geklaut bekommen. Hey. Oh, das ist sehr interessant hier. Kann ich einen Medic-Wagen rein theoretisch fahren? Ich meine, wenn er schon hier so... Oh. Ich bin jetzt der dümmste Doktor der Welt. Ich würde mich noch so schön doktorisch anziehen, Alter. Den Wagen muss ich aber ein bisschen verstecken. Police, Navi, da. Hey, Ausstellung zum Medic. Was? Wie konnte der das sehen? Hör auf, mich zu beobachten. Nein, Digga. Jungs, ich bin gerade auf dem Einsatz. Ganz schlechter Zeitpunkt. Jungs, ich muss mich noch bekleiden. Ich habe gerade gesagt, Ausstellung, sonst muss ich Feuer auf sie richten. Ne? Das ist interessant. Menschenleben werden ja gerade eben... Keine Ahnung, die sterben gerade. Wollen sie nicht aufstehen? Sir, es geht hier um Menschenleben, ja? Hallo, Sir, hallo? Sir, sind sie irgendwie mental eingeschränkt oder sowas? Ach, Digga, das ist doch nicht dein Ernst, du Dreckskind, ey. Will er mich jetzt festnehmen? Du Dreckskind! Du Arsch! Digga, was ein hobbyloses Kind! Ich wollte mich nur umziehen und der dümmste Medic sein, okay? Ich bin durch die IC-Einreise gekommen. Ich dachte, die hatten keine Einreise. Da steht ja auch keine Einreise. Hä, aber IC-Einreise. Das ist immer das Geilste an Servern, die sich schon in so simplen Dingen einfach komplett schon verharren, Digga. Ich hasse es so sehr. Love is a highway. Hey Jungs, ich glaube, es ist euch schon längst eingefallen, ne? Es ist nicht nur die Kameraposition, die sich geändert hat. Mein ganzes Zimmer hat sich wieder umgestellt. Es ist wieder zum alten Prinzip, kurz gesagt. Ihr seht da die Tür. Da ist er. Hans, Jürgus, hilf ihm mal hoch. Mach mal CPR und so. Ja. Oh Mann, ein nicht getestetes Produkt und wenn du unter Wagen bist, dann kannst du nicht aufgeholfen werden, willst du mir sagen. 6 Minuten warten. Es ist okay. 4 Minuten, Digga, es fühlt sich an wie 80. Help! 2 Minuten, Digga, ich habe gerade 2 Minuten auf mein Handy geschaut, das fühlt sich gar nicht so an. Warum steht die Glatze da noch? Jungs, ich bin mal kurz weg, ich nehme mal ganz kurz mein Leben. Ich wollte einen Five Nights at Freddy's Jumpscare darstellen. Ich hoffe, ich habe es irgendwie geschaut. Dash, abgespaced. Geht das? Nein. Ich dachte, ich kriege dadurch einen Gratiswagen. Okay. Weiteres Laufen, MRP. Moin. Wissen Sie, wie ich den Kleiderladen öffne? Sehen Sie nicht den lilanen Kreis? Ja, doch. Dann einmal den E-Muskel. Was genau ist denn E-Muskel? Sorry, ich bin etwas neu. Ja, E. Ah, okay. Und jetzt kann ich mich zwischen Kleidungsladen und Outfits entscheiden. Ja, du musst auch Kleidungsladen, weil du hast ja noch kein Outfit gespeichert, denke ich mal. Dankeschön. Ohne Sie hätte ich jetzt nicht weiter gewusst. Ah, ich bin scheiße arm. Ach, goddammit. Bist du Sido eigentlich? Ich wollte Sido eigentlich immer fragen, so, ob er weiß, wo Khatars Gold ist. Alles klar, war schön mit dir zu reden. Hättest du bloß deinen Dreckswagen abgeschlossen. Du sauberst bestimmt in deiner Freizeit, was soll denn der Scheiß? Bitte klaut's mir niemand, bitte klaut's mir niemand, bitte klaut's mir niemand. Ich will Medic-RP. Und den Doktorkittel muss ich jetzt einfach random treffen, auf gut Glück. Das hier und ein T-Shirt, das Richtige. Aha. Oh ja. Oh ja. Und eine Doktormütze. Jalla, ich gehe einfach auf die provokante Schiene. Komm, speichern. Let's go. Name. So. Aus dem Weg hier niemande. Ich bin Halo Reach. Weil ich reach ganz deep in your Halo. Guten Tag. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Nein. Alles klar. Viel Spaß beim Banküberfall, ja? Du brauchst welche? Können Sie mir seelische geben? Ich kann dir am besten seelische geben. Nee, kannst du nicht. Doch, kann ich. Sir. Hello, your computer has virus. Moin. Du bist jetzt mein neues Haustier. Oh. Sorry, das Server ist Arsch, das ist nicht eure Schuld, dass ihr so behandelt würdet. Sorry. Der Ball hat auf dich. Entschuldigung, Pedila, wollen Sie den Dude nicht fesseln? Der hat die alle gerade eben umgebracht und Sie wollen einfach die ganze Zeit hier nur im Kreis fahren. Warten Sie. Ja, bitte nehmen Sie den fest, der hat eine Waffe. Ich möchte Sie nur darauf warnen. Hey Kollege, ich hab's alles deinen Freund angehängt. Und du weißt das.
Kollege, ich hab deinen Freund, jetzt habe ich meinen Lümmel in der Hand. Kollege, dein Freund ist gerade so im Sack, weißt du das? In meinem Sack. Ja, in die Futterluke, ne? Ja, seid selber schuld, ihr seid alle kacke. Werdet ihr nicht so unfreundlich gewesen hier. Merkt ihr das? Bisschen freundlicher seid das nächste Mal. Drecksleiche hier. Es brennt! Mal schauen, wie lange ich noch Admin-Arbeit erledigen kann. Oh, der brennt ja gar nicht mehr so richtig. Dann nehme ich halt den wieder. Ist okay, ich hab's kapiert, Götter. Der geht viel besser. Warum ist der Wagen? Well, well, well. If it isn't an opportunity we try to avoid. Ich werde von Admins gerade sowieso beschattet hier. Digga, warum tun die mich überhaupt eigentlich rausteleportieren? Aber den Wagen da stehen lassen. Ich hab so gar nichts kapiert, Götter. Gar nichts. Gar nichts habe ich kapiert. Absolut gar nichts. Ein toter Doktor. Jemand hat den Doc, der dir hilft, umgebracht. Guten Tag, ich bin Ihr Mediziner. Einen Moment. Moin, Jungs. Moin, einmal hochholen, ne? Ja, natürlich, natürlich. Ich bin etwas neu. Wie geht denn das nochmal? Also, reingekackt. Mach deine Flossen Jungs. Hoch. Mach deine Flossen hoch. Okay, ganz cool. Was ist denn los? Okay, dreh dich um. Jungs, was hab ich denn jetzt gemacht? Du bist gar kein Medic. Ja, natürlich nicht. Deine 40.000 ist meine, ja? Alles klar. Und jetzt rennst du. Du läufst. Nein, ich brauch den Wagen. Egal, Fahrer. Das hätten sie niemals tun sollen. Das war echt scheiße. Das ist echt scheiße gelaufen. Na. Wichser! Ich bin tot. Nein! Du Andy! Okay. Ich glaube, langsam wird es Zeit, Server zu switchen, oder? Der Server ist nicht funny, der Server ist nicht lustig. Neuer Server, neues Glück, würde ich sagen, Jungs. Ich habe absolut Bock drauf. Mercy City. Da sind 137 Leute drauf. Ich brauche so einen Server. Ich brauche das. Have mercy. I'm already Tracer. No passion. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Normale Menschen und Overwatch-Spieler. Ja, das ist einfach Supremo Sippy, kleine Tochter. Das ist der endgültige Beweis. Hier die Tür. Jesse! Wilma Eier kraulen. Das ist es. Ein Kollege neben mir. Shrek is love, I say. Shrek is alive. Mein Freund? Hallo? Brauchst du irgendwie ein bisschen Hilfe? Hey Kollege, bist du irgendwie sauer auf mich? Hab ich dir was getan? Warum redest du nicht mit mir? Bist du wütend? Was wegen deiner Mom gestern? Scheiße. Wir haben jetzt auch einen Mietwagen. Wie tue ich denn Ding starten? Den Motor! NS-Motor, alles klar, was ist ein behinderter Server? Oh, I won't let you go. Das war ein fetter Backflip. Entschuldigung. Stimmt, oh, sorry. Ich wollte dich fragen, weißt du, wo der Würfelpark ist? Kurz. Oh, guten Tag, ich bin nur neutral. Vor mir liegt, Digga. Der Arme. Seid ihr die Vargos? Ja, wir sind Vargos, was ist los? Ja, ihr seid Vargos, ja, weil ich bin actually ein großer Fan, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte fragen, könnt ihr mir rein theoretisch irgendwie auf mein Auto irgendwas schreiben oder so? Dankeschön. Oh, wow, okay, ganz ruhig. Was ist denn ein Troller, der? Fight weg. Okay. Ja, nee, die sind's nicht. Die wissen entweder, wer ich bin oder sind irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, gay. Hey, Kollege, du siehst mir so einsam aus. Ja, können Sie mich zum Würfelpark bringen? Du bist sympathisch, komm, ich bring dich da ganz schnell hin. Ich will da sowieso hin. Na komm. Danke. Heute bin ich mal nett. Wer heißt du denn? Achim. Achim Arsch oder was? Nein, mit Vornamen Arnold, mit Nachnamen Achim. Vorname Arnold Achim, ey, damn, ne? Weißt du, wie ich heiße? Will mal Eier kraulen. Riss mal die B*** auf. Geh mal weg hier von meiner Karte. Ey, hübsche Frau. Ja. Ja. Willst du meinen Freund actually mal. Er heißt Will mal Eier kraulen. Also. Willst du mal. Ey, du scheiß Block! Digga, wie redest du? Halt mal an. Hilfe! Jungs, du hast keine Freunde! Nein! Okay, seitwärts! Das ist ein geiler Server. Wieso hat der über 100 Spieler? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott. Ich tu mir das nicht weiter an. Tja, neuer Server, neues Glück. Mercy City war es eindeutig nicht. Was wäre jetzt gedacht? Day Life One. Ah, ich bin heute offen für neue Server, wisst ihr? Vorname, Henry Burke. Was geht? Schönen guten Tag. Bist du neu hier? Nee, ich bin hier schon länger. Warum fragst du? Soll ich dir mal an der Glatze ziehen? Hab ich schon. Wie fühlt es sich an? Scheiße. Weißt du, was auch scheiße ist? Nö. Deine Geburt. Sympathisch. Ich finde dich auch richtig cool, Diggi. Schau mich an. Oh, scheiße, ich hab die falschen Schuhe. Immer die Schuhe. Ey, guck mal, hinter mir ist mein Anwalt. Hi. Ja, hi. Okay, du klingst wie 5, aber hast Geheimratsecken. Was ist dein Geheimnis? Head and Shoulders? Wenn ich groß bin, möchte ich irgendwann mal ganz genauso nicht aussehen wie du. Schönen guten Tag, ATF. Sind Sie von der Polizei? Ja. Und wie viel verdient man so als Polizist? Ich bin kein Polizist. Aber sie haben sich an Werner gekleidet, deswegen, das ist, sie wissen schon, das ist illegal, oder? Ich glaube, du kommst hier ganz sicher nicht durch, wenn ich ehrlich bin, weil du redest ja nicht mehr deutlich. Du hast so Sprachfehler, weißt du? Ah, ja. Bist du eigentlich überhaupt einreisen, oder? Ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Du bist mir jetzt schon suspekt, weißt du? Ich weiß nicht. Du siehst aus wie einer aus den New Kids. Du siehst aus, als hättest du Schama rauf im Kopf. Was willst du von mir?
Ey. Du siehst aus, als würdest du den Uber. Du siehst aus, als würdest du was probieren, das wird nicht funktionieren. Jetzt hast du den falschen. Du genauso. Seit wann gibt's eine Einreise überhaupt? Da stand doch keine Einreise, wenn ich mich nicht irre, oder? Ey, Jungs, also, bin ich dumm oder stand auf der Landbeschreibung einfach keine Einreise eigentlich? Ja, stand da auch, das ist Game, oder? Jungs, also ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich glaube, wir sollten den Lektion erteilen. Ne? Digga, wenn du mir noch einmal ins Vorfeld fällst, Digga, dann werde ich dir deinen dreckigen Pferdeschwanz lutschen. Ich schwör bei Gott, und das wird hinten in der Ecke geschehen. So, okay, Jungs, also was sagt ihr dazu? Ja, ich wäre dabei. Schon dreist. Okay, dann zeigen wir dir mal, wo der Hammer hängt hier. Jungs, wir werden verarscht, hier ist ja nicht mal einer. Die schicken uns in eine Einreise, wo wir niemals eingereist werden. Das ist alles eine Matrix. Das ist alles Scam. Vertraut mir, Jungs. Wir werden niemals eingereist. Einreisebeamter. Toll. Sie existieren also doch. Wir wollen alle einreisen. Alle bis auf er. Ich habe ein paar Colette-Bits hier auch reinbekommen. Oh, das ist der Einreisebeamte. Oh Gott. Also ich fange mal an. Hallo, mein Name ist. Kommen Sie alle mit. Alle. Alles klar, Jungs, ich bin der Erste. Was erwartet mich auf der anderen Seite der Herr? Jesus. Ich glaube aber nicht an Jesus. Ja, dann glaubt man, lacht. Wir reisen einfach alle zusammen ein. Okay, wir fangen hier ganz rechts an. Den würde ich gar nicht annehmen, der ist unter 10 Jahre alt. Der hat Geheimratsecken. So, Sie wollen den Ausweis, oder? Den Schwun würde ich Ihnen erst recht nicht reinlassen, also. Jungs, ich leide an einer schlimmen Krankheit, okay? Ja. Ihr kennt doch alle bestimmt Kariertschuh, oder? So ähnlich wie Fußpilz, geht nicht mehr weg. Will der auch einreisen? Wollt ihr einreisen? Ich wette, der will das. Ja, klar. Ich will doch frei, kommen Sie rein. Der hat jetzt einen Milchzahn, hat nicht mal richtige Milchzähne. Kick ihn direkt weg, Bro. Hab schon, wie du, kann ich gar nicht. Ja, lass ihn probieren. Wenn wir jetzt gleich draußen sind, wird er uns alle erstmal abknallen. Glaub mir, der ist scheiße paranoid, glaub denen kein Wort. Okay, ja, wir fangen jetzt hier rechts an, Sie fangen an zu erzählen und dann einmal bitte alle weiter, was Sie hier machen wollen und, Ich will ein Geschäftsmann werden, ne? Was? Mal aufpassen, du Glattkopf. Sind Sie dran? Ja, mit was? Durchgefallen. Es geht jetzt, kommen wir nicht weiter. Was? Ich bin taub. Nimm den mal raus. Fangen wir jetzt hier weiter an. Hier, sieh da, hier. Günther. Ich bin Polizistin. Was für Polizist, Junge? Geh doch Kindergarten, Alter. Alle Hände hoch, der soll raus. Alle Hände hoch, damit er raus soll. Raus, Digga. Raus. Ich schau, dieser Mann mit den Locken hier, der wird mir immer sympathischer, der die Leute rausträgt. Das willst du hier auf den Start machen? Hat sich gesehen. Dealer werden, ja. Und du? Bodybuilding. Okay, ich denke mal, ihr habt alle das Regelwerk gelesen. Was ist Dream RP? Ja, ihr kommt, Jungs, sag schon, was ist Dream RP? Weiß ich nicht, Traum RP. Ja. Sagst du ja? Ja. Ich muss rein, ich hab grünen Pass. Nimmst du jetzt den scheiß Ring bei mir? Ja, danke. Beachten Sie mich nicht. Ich und meinen grünen Pass chillen hier gerade. Ich merke schon, Sie sind ein bisschen anstrengendere Truppe. Ich bin Spider-Man. Okay, ich lasse euch alle einreisen. Einmal bitte einzeln die ID aufzählen. 131. 197. 185. Ich hab euch alle gefickt, Bruder. Ich bin gar kein Einreisemann. Ich dachte mir schon. Du bist so ein Wichser. Ich küsse eure Herzen, aber man muss ja hier ein bisschen Junkie die Zeit teilen. Wirf deine Mutter, Junkie-Bande. Es ist logisch, dass natürlich von den ganzen Leuten natürlich erstmal das Kind mich erkennt. Hier kommt kein Einreisebeamter. Der Server ist schlecht. Echt. Boah, das sieht ja aus wie eine richtige Dance-Party. Du guckst dir die an, die Kompetenzkanonen. Ey, hört auf mich zu Kevin, ich hatte ihn fast drin. Ey, nimm mich auch raus. Boah, das sind die wahren Kämpfe, die Männer führen müssen heutzutage. Well, also das ist ein Kack-Server. Ja, das war ein guter erster Eindruck, würde ich mal sagen, ne? Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergesst, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich weiß, eigentlich wollte ich heute dumm RP und so alles machen. Ich hatte heute eigentlich komplett andere Pläne. Aber es ist jetzt so gekommen, wie es ist. Ich nehme es, ich fand es trotzdem geil. Ich hoffe, euch hat es auch trotzdem gefallen, ne? Gurken sind vernetzt durch Liebe. Wow. Henry, du bist einfach hart.